Katrin Jäger führen. Die hat sich schon versteckt. Der ist das auch nicht geheuer, dass so viele Leute hier sitzen. Ja, was soll ich sagen? Ich gehe mal an meinen Rednerpult. Ich habe mir was aufgeschrieben, weiß aber gar nicht, ob ich darüber alles erzählen möchte. 40 Jahre. Ich bin schon so alt. Viele, die da oben sitzen, sind es aber nicht. 40 Jahre heißt natürlich, dass es da auch mal Leute gegeben haben muss, die ja irgendwann mal mit dem Verein angefangen sind, unsere Gründungsmitglieder. Allen voran möchte ich hier Gustav Sendner nennen, der in den ersten 11 Jahren des Vereins Vorsitzender war und auch Tambo-Major. Er hat die Geschicke natürlich mit seiner Unterstützung seiner Frau Anita, die auch heute Abend dabei ist, in den ersten 11 Jahren geleitet. Gustav hatte damals auch den guten Draht zu Stefan Mill, einem Herrn mit einer großen Versicherung in Dortmund, leider schon länger verstorben. Und der hat ja zu dem damals doch großen Zulauf, den wir hatten, den wir auch so gar nicht erwartet haben, innerhalb kürzester Zeit standen mehr als 50 Mitglieder auf der Matte. Der hat tief in sein Portemonnaie gegriffen und hat Uniform und Instrumente beschafft. Ohne diese Gaben würde es uns hier wahrscheinlich heute so nicht geben. Deshalb von dieser Stelle nochmal einen herzlichen Dank. Daran, dass ich jetzt gerade da oben mitgespielt habe und nicht gleich am Mikrofon gestanden habe, sehen Sie auch schon, wo meine Schwerpunkte liegen. Ich möchte Ihnen jetzt nicht zu allen weiteren Vorsitzenden des Vereins, zu allen möglichen geschichtlichen Begebenheiten hier etwas erzählen. Das würde uns nicht weiterbringen und wir sind alle hier, um die Musik zu hören. So, was ich allerdings Ihnen noch mit auf den Weg geben möchte. Gleich morgen geht es hier wieder los. Und wer von Ihnen mit dem Auto angereist ist, der möge dieses doch bitte morgen so spätestens gegen 9 Uhr wieder mit nach Hause nehmen, weil wir den Platz hier an der Halle für andere Dinge benötigen. Noch eine organisatorische Geschichte. Wir haben so ein paar auch teilweise ganz schöne Preise für heute Abend. Unter anderem ein Wochenende auf Norderney, ein Wochenende mit einem sportlichen Cabriolet, Fango und Massage, eine Fahrt im Heißluftballon und noch so ein paar andere Sachen. Dazu können Sie Lose erwerben zum Preis von 1 Euro. Da werden Mitglieder durch die Reihen laufen und auch das Bedienungspersonal ist eingeweiht. Ob Sie die Lose schon dabei haben, weiß ich nicht. Aber das kommt heute im Laufe des Abends auch an Ihren Tisch, wenn jemand vorbeikommt und Ihnen diese Lose anbieten. Machen Sie davon Gebrauch. Vielleicht gehören Sie zu den Glücklichen. So, dann kann ich eigentlich nur sagen, wir erleben hier heute Abend einen Querschnitt eigentlich durch unseren Verein. Als erstes haben wir gedacht, tritt mal der Nachwuchs auf, weil die sind ganz kribbelig. Wenn wir die noch lange warten lassen, halten die das nicht mehr aus. Dann hat sich aber auch insbesondere unter der Regie von Helmut Sommer und Sonja Längermann, auch Reinhold Rotterwinkel war zu Anfang mit dabei, ein ehemaligen Orchester zusammengefunden. Alles Leute, die schon mal einen Fanfarenzug gespielt haben. Sie werden es nicht glauben. Es waren weit mehr als 200 Adressen. Und es wurde Kontakt zu möglichst allen gesucht, die mal irgendwo bei uns in Mitgliederlisten standen. Und aus diesem Kreis hat sich tatsächlich ein Orchester von über 30 Personen gefunden, die hier heute Abend das zeigen, was sie
seit Anfang Juli, das ist eine ziemlich kurze Zeit, wieder einstudiert haben durch eine einmalwöchentliche Probe. Da ist einer dabei, den will ich jetzt einfach mal nennen, weil das finde ich irrsinnig. Der ist jeden Donnerstag aus Oldenburg gekommen und hat geprobt. Das ist der Guido Kaiser. Ja, so, jetzt wissen wir eigentlich schon, was hier heute Abend passiert. Natürlich wird auch der Aufzug auftreten. Ich höre jetzt auf zu quasseln. Viel Spaß Ihnen heute Abend hier in der Mehrzweckhalle. Hören, habe ich gehört. Also einen schönen guten Abend auch von mir. Ich glaube ja, dass ich nur deshalb gefragt worden bin, weil ich immer so viel rede. Und die haben sich gedacht, bevor die noch singt oder Musik machen will, soll sie sich mal da oben hinstellen, ein bisschen ausquatschen. Aber keine Angst, ich werde mich kurz fassen, denn die da vorne, diese Nachwuchsstars, sind schon ganz aufgeregt. Ich darf mal hier begrüßen Theresa Mennemann, Annika Leuer, Melina Hesse, Konstantin Weilichmann, Noel Heidmann und Jonas Busse. Dafür mal einen tosenden Applaus. Bei den Gesprächen mit den Organisatoren ist mir klar geworden, das Motto, das wird hier ganz ernst genommen, es rappelt im Karton. Und deshalb ist hier auch schon ein Karton und ich will mal sehen, was darin rappelt, weil sonst weiß ich auch nicht, welches Stück kommt. Also ich kann nicht mehr verraten. Also es rappelt und ich brauche jetzt Ihre Mithilfe, weil in dem Karton soll was drin sein, was uns verrät, welches Stück jetzt hier von dem Kleinen gespielt wird. Es ist was Weiches. Ich schmeiß den mal hier so hin und stolper darauf natürlich nachher selber drüber. Also, wer erkennt es zuerst? Was ist das? Europa. Eine Europa-Flagge. Weiß irgendjemand, wie die Hymne der die Europa-Hymne, was das sein könnte? Ich glaube, ich habe es schon gehört. Freude schöner Götterfunke. Die werden wir jetzt haben, die Freude. Thank you.
Ja, als ich in eurem Alter war, konnte ich mal gerade so ein bisschen Blockflöte spielen. Also das wäre mir nicht gelungen. Und ich glaube, da kommt schon wieder der nächste Hinweis. Kann das sein? Ja, es rappelt. Erkennt jemand, was das ist? Ich glaube, da hat jemand einen Huhn geschlachtet oder so. Und hier, ich hoffe, das, was ich fühle, ist jetzt nicht das, was ich denke. Aber... Oh, ich hoffe, es brennt jetzt nicht. Ist die Kerze gelöscht? Also das Lied ganz klar heißt, kommt ein Vogel geflogen. Ich werfe die jetzt auch mal nicht, damit es nicht zu Konflikten kommt. Aber ganz klar, wo sieht man Strumpfbänder? Beim Concon. Einfach schon da ist und wir uns keine Sorgen machen müssen, dass hier in den nächsten 100 Jahren noch solche Veranstaltungen stattfinden können. Und ich glaube, jetzt kommt es zum Wechsel, oder? Die ehemaligen bitte auf die Bühne.